was bisher geschah. Weißt du, ich möchte dich einen Abend ganz für mich alleine. Ich freue mich schon auf meine Überraschung, wenn ich wieder da bin. Ich bin wieder da. Bist du im Loch nicht vor Langeweile gestorben? Ich glaube, ich muss hier jemanden genauer im Auge behalten. Also ich habe dort eher unterschwellig mit einem Kollegen gearbeitet. Sein Name ist Aaron Peterson. Am besten wäre es, wenn wir die Baupläne des Gefängnisses beschaffen. Wenn ich dann beim Büro angekommen bin, hoffe, dass ich den Plan so schnell wie möglich finde. So ist das also. Ist ein ehemaliges Mitglied dieses Unternehmens, den wir schon vor langer Zeit erledigen wollten. Problem war nur, dass er sich zu gut versteckt hat. Und wie es aussieht, ist er nach Lobster City geflohen. Was passiert, wenn Sie ihn finden? Das darf nicht passieren. Was ist dieses Fragezeichen neben meinem Vater? Ich kann alles machen. Wer seid ihr? Und was habt ihr hier verloren? Sagt schon, was macht ihr hier und wie seid ihr hierher gekommen? Verdammt, jetzt haben sie mich. Ich wusste, der Tag wird kommen. Aber warum genau heute? Warum? Keinen Schritt weiter! Oder ihr seid alle tot. Ich weiß nicht, wie viele Männer vom Unternehmen noch hier sind. Aber ich werde mich nicht so einfach von euch schnappen lassen. Jetzt hören Sie mal zu, wir sind nicht vom Unternehmen. Wir haben Sie durch Ihren alten Freund Rinoki Gondo gefunden. Ihr wollt mich doch verarschen. Von dem habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Dachtet ihr wirklich, dass ihr mich so einfach bekommt? Oh nein, niemals. Das könnt ihr euch abschminken. Bitte beruhigen Sie sich doch. Wir sind doch selber hinter den Unternehmen her. Die haben 2 von unserer Kollegen ermordet und 3 weitere befinden sich wegen denen im Gefängnis. Bitte, wir brauchen Ihre Hilfe. Okay. Was braucht ihr denn von mir? Meint ihr, er hat es geschafft? Ich vertraue ihm. Immerhin hat er das Loch auch stopfen können. Ich hoffe es. Was mich beunruhigt, ist nur, dass er schon sehr lange weg ist. Hört ihr das? Und, wie sieht's aus? Hast du den Plan? Natürlich. Gute Arbeit. Was war das? Das hat sich angehört wie Schritte. Aber ich höre sie nicht mehr. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Plan der Kanalisation. Das ist sehr gut. Jetzt können wir mit unserem Ausbruchsplan fortfahren. Das klingt ja fabelhaft. Also, wie sieht's aus? Ihr habt doch sicher daran gedacht, einen Platz für mich freizuhalten. Das kannst du vergessen. Bist du dir da sicher? Ich meine, wenn ihr mich aus euren Plänen ausschließt, bleibt mir, glaube ich, keine andere Wahl, als Jamie Moore davon zu erzählen. Der würde mich bestimmt belohnen. Vielleicht kommen wir dann sogar auf meinen Wunsch hin zusammen in eine Zelle, Süßer. Wenn du das machst, drehe ich dir den Hals um. Wir sind hier in keiner Kanalisation, Hübscher. Lass es, Martinez. Wieso sollte ich? Wenn du ihn jetzt umbringst, werden wir alle in Einzelhaft gesteckt. Und dann können wir den Ausbruch sowieso vergessen. Na also, dann haben wir uns ja geeinigt. Ihr nehmt mich bei eurem Ausflug in die Freiheit mit
und ich werde niemandem davon erzählen. Dann mach dich aber auch nützlich. Also, verstehe ich das richtig? Zwei Ihrer Freunde wurden von denen erschossen. Die anderen drei sitzen zu Unrecht im Gefängnis. Und einer von ihnen kommt sogar auf den elektrischen Stuhl? Ja, richtig. Und wir wissen nicht, wie lange sie uns noch verfolgen werden. So wie ich sie kenne, für immer. Immerhin bin ich schon seit 3410 Tagen auf der Flucht. Viermal hätten sie mich fast gehabt. Aber ich konnte ihnen immer wieder entkommen. 96 von ihnen habe ich auf dem Gewissen. Aber was hätte ich auch tun sollen, wenn diese Schweine einen nicht in Ruhe lassen? Okay, okay, warten Sie mal. Trinoki Gondo hat uns gesagt, dass sie uns helfen können, unsere Freunde aus dem Gefängnis zu holen, indem sie uns Beweise gegen das Unternehmen liefern. Das wäre sehr wichtig. Immerhin sind unsere Freunde wegen denen gestorben. Gehört der Van da draußen euch? Welcher Van? Sie sind euch gefolgt! Ah! Findet sie und bringt sie um! Fall Alpha muss vernichtet werden! Diesmal haben sie mich. Folgt mir! Hier drin haben wir keine Chance! Schnell! Geht in Deckung! Multi, komm schon! Komm zu uns! Beeil dich! Da sind sie! Was, Multi? Nein! Euch Wichsern zeige ich's! Kannst du damit umgehen, Kleiner? Ha! Frage beantwortet! Das war verdammt knapp, Mann. Wir müssen auch etwas tun. Hier, nimm! Hör, was soll ich denn damit? Ja, was wohl? Ah, fress das, ihr Lackaffen! Du sagst es! Shit, runter! Ah, Mist! Keine Munition mehr! Verflucht! Uns läuft die Zeit davon! Hört zu! Wenn ich euch das Signal gebe, rennt ihr zur Küche! Ich gebe euch Rückendeckung! Ihr springt dann, sobald ihr dort seid, in den Müllschacht! Aber Multi, und was ist mit dir? Los! Tut, was ich euch sage! Na? Habt ihr immer noch nicht genug? Jetzt bist du geliefert!
Gott sei Dank, ihr habt es geschafft. Geht es euch gut? Ja. Wann kommt er endlich? Es sieht so aus, als wäre er... Das darf nicht sein! Nicht ja auch noch. Da sind sie ja! Was ist mit Multis Leiche? Wir haben keine Zeit. Wir müssen so schnell wie es geht zu meinem Wagen. Na los! Und wie sieht's aus? Wie kommst du voran? Psst. Ich muss mich konzentrieren. Oh, tut mir leid. Gib mir mal den Schraubenzieher. Alles klar. Ich wäre dann soweit. Perfekt. Ihr habt mir noch gar nicht gesagt, was ihr jetzt eigentlich mit dem originalen Plan vorhabt. Sagt schon. Was passiert mit ihm? A fool around and fell in love. A fool around and fell in love. I fool around and fell in love. I fool around and fell in love. Bitte, ich, also... Letztes Mal hatten wir ja kleine Schwierigkeiten. Aber heute hol ich mir mein Geburtstagsgeschenk. Bitte, ich... Also... Dann wollen wir mal. Zellendurchsuchung! Sieht aus, als müssten wir unser Rendezvous verschieben. Hier haben wir wieder jemanden mit einer Rasierklinge. Ach, kommen Sie, Boss. Die benutze ich zum Zähneputzen. Ich doch auch. Ja, dann will ich meine aber auch behalten. Verarschen könnt ihr wen anders. Her damit. Ich sag's Ihnen doch. Ich hab hier drin nichts außer den neuesten Playboy-Kalender. Klappe halten und stillstehen. Boss, was ist denn los? Warum gibt es eine Zellendurchsuchung? Die Baupläne des Gefängnisses wurden aus dem Büro des Rektors gestohlen. Und mein Gefühl sagt mir, dass ihr etwas damit zu tun habt. Durchsuchen! Zelle 117, öffnen! Alles in Ordnung. Alles klar. Dann geht wieder rein. Schon wieder zurück im Dienst. Halt's Maul. Zelle öffnen. Bitte lass das. Zelle schließen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was soll das eigentlich, Boss? Das ist hier doch alles total unnötig. Sie wissen, ich habe nichts zu verbergen. Hey, bleib da, wo du bist. Halt's Maul. Nichts. Wieder nichts. Ich sag's Ihnen doch. Einfach nur unnötig. Sollen wir dann einfach weiter? Einen Moment noch. Was haben wir denn hier? Das ist er, oder? Was ist das? Das habe ich noch nie zuvor gesehen.
Steckst du etwa dahinter? Nehmt ihn mit! Nein! Ihr habt den Falschen! Nein! Wenn wir uns wiedersehen, bist du geliefert! Genau. Die Mitarbeiter von denen, die im Knast sitzen. Die habe ich verfolgen lassen. Und einer unserer Leute hat uns mitgeteilt, dass sie in Richtung Lobster City fahren. Ich wusste, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber so ganz konnte ich das Puzzle noch nicht zusammensetzen. Bis mir alles wieder eingefallen ist. Es sieht so aus, als wäre Fall Alpha wieder aufgetaucht. Problem ist nur, wenn sie mit Fall Alpha in Kontakt treten, hätten sie viel zu viele Informationen und Beweise gegen uns. Wenn wir sie nicht alle umbringen, dann war's das. Was soll ich tun? Kümmere dich um das Problem. Aber... Ja, verflixt! Bist du sicher, dass uns hier keiner sieht? Keine Sorge, das hier ist ein toter Winkel. Wir müssen hier lang. Mist! Wir müssen wohl irgendwie anders reinkommen. Aber wie? Gesehen. Immerhin wissen wir jetzt, dass wir einen Wetterschlüssel brauchen, um dort reinzukommen. Und wie sollen wir an den rankommen? Jamie Moore wird ihn uns sicher nicht einfach so überlassen. Dann holen wir uns den Schlüssel so, dass er es nicht mitbekommt. Meinst du etwa? Wir müssen schnell zurück. Es soll niemand mitbekommen, dass wir weg waren. Dad? Was machst du denn hier? Hallo, Gino. Lange nicht mehr gesehen. Hey, ist alles in Ordnung? Was machst du hier? Mir? Ach, mir geht's gut. Bitte komm mal mit. Erklär mir mal bitte, was hier eigentlich los ist. Das wirst du gleich sehen. Hä? Was soll? Was machen diese Leute in meinem Haus? Gino, entspann dich. Hör dir erstmal an, was die Jungs zu erzählen haben. Okay, wenn du meinst. Also, sie sind ein Wärter in Blackfoot Bars, richtig? Ja, das stimmt. Dann haben sie sicher auch von den Umständen rund um den Fall von Ramis, Meister Gamer und Tsumi mitbekommen. Könnte das sein. Reden sie von dem Fall, bei dem die Leichen der Mitarbeiter nie gefunden wurden?
Genau den Fall meint er. Nur ein Detail wurde bei der ganzen Sache übersehen. Welches Detail? Dass wir noch am Leben sind. Moment mal. Die Rechnung geht aber nicht ganz auf. Im Bericht stand etwas von 6 Mitarbeitern und selbst wenn ich den Kleinen hier dazu zähle, komme ich gerade mal auf 4 Mitarbeiter. Ein paar von uns haben es leider nicht geschafft. Nicht geschafft? Sie wurden von denen getötet, die seit unserer Ankunft in Cold Bay Jagd auf uns machen. Sie sprechen vom Unternehmen. Ach, hör doch auf mit dem Quatsch! Gino, das ist kein Quatsch! Sie sind der lebende Beweis dafür! Glaubt mir doch endlich! Wir denken uns das Ganze doch nicht hier aus! Wir sind schon seit mehreren Wochen auf der Flucht! Ich weiß nicht so recht. Und vor allem, was wollt ihr eigentlich von mir? Wie Sie wissen, wird Ramis bald hingerichtet. Ja, in 2 Tagen, soweit ich weiß. Aber worauf wollt ihr hinaus? Wir brauchen deine Hilfe bei ihrem Ausbruch. Was? Okay, er ist weg. Erzählt mal, was war jetzt bei der Markierung? Schwer zu sagen. Es gab einen Überraschungsbesuch von Jamie Moore. Hat er euch gesehen? Natürlich nicht, du Hohlbirne. Sonst wären sie doch jetzt nicht hier. Wie auch immer. Also, erzählt, was habt ihr gesehen? Jamie Moore ist aus einem Raum gekommen, den er anschließend direkt abgeschlossen hat. Es wird also nicht einfach, dort reinzukommen. Du bist doch das Superhirn hier. Hast du keine Lösung? Nun ja, eine Möglichkeit wäre es, den Schlüssel einem Wärter zu stehlen. Damit würde aber auch ein großes Risiko einhergehen. Und es gibt keinen anderen Weg rein? Leider nicht. Nur diesen einen. Dann müssen wir das Risiko wohl eingehen. Immerhin haben wir nicht mehr viel Zeit. Ramis, vielleicht sollten wir das nicht überstürzen. Nicht überstürzen? Ich werde bald hingerichtet! Toll gemacht, Jungs. Gino, gibt es ein Problem? Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Deswegen bin ich nicht hier. Ich weiß darüber Bescheid, dass ihr ausbrechen wollt und ich werde euch dabei helfen.